Einfach den Minotauros nehmen und durch die Gegend schleudern. Läuft. Macht einfach das Gleiche. Nimmt mich auch und schleudert mich auch einfach weg. Vielleicht ist Crocodile insgesamt insgeheim eine Frau. Minotauros? Magellan hat den Giftangriff wegen Magenschmerzen beendet. Okay. Ich empfehle da gerne mal Ibirogast bei Magenschmerzen. Was? Ruffy steht kurz vorm Rückzug? You serious, Ruffy? Wo bist du eigentlich? Achso, das war von vorhin noch! Danke, dass auch endlich mal die Meldung kommt. So, keine Ahnung, eine Minute später. Dass da einer Hilfe braucht. Ruffy wäre doch mit Sicherheit schon lange tot gewesen, hätte ich nicht ihn zufällig gesehen, dass er Hilfe braucht. Ach, schade. War zu langsam. So. Heilst du mich zufällig? Wäre nice. Oh ne, droppst keine Heilung. Irgendwo finde ich schon mal ein bisschen Heilung. Nein, das ist nur Verteidigung. Wo sind meine ganzen Leute eigentlich hin? Da hinten prügeln die sich jetzt weiter noch. Hallo, lass mich mitprügeln! Irgendwo läuft noch Hanyaball rum. Oder ist der weiter hinten? Ist immer noch eine Heilung. Hier vielleicht mal? Ja, endlich mal. Nachdem ich die ganze Zeit halbtot rumlaufen musste. Was bist du hier eigentlich für einer? Geh mal weg. So. Hanyaball. Wofür kann man richtig Schaden gemacht jetzt? So. Erstmal auf die Fresse geben. Yikes! Ey, der arme Hanyaball. Richtig hart verprügelt gerade. Es tut mir schon fast ein bisschen leid, was ich hier gerade mit ihm mache, aber ich habe ihn richtig hart gerade auf die Fresse gegeben einfach. にするのはこの世のどこを探しても答えはねえだろう。くだらねえ。貴様は黒ひげ。黒ひげ。お前が黒ひげ。いや、久しぶりだな麦わら。俺も驚いたぜ。おめえがエースの弟だったとはな。 ここにいていいのか。もうすぐ始まるぞ。おめえの兄貴の公開処刑がよ。ぜははははは。エースは死なせねえ。邪魔すんならぶっ飛ばしていくだけだ。Erstmal Blackbeard verprügeln.
Hallo, Teach. Ich teach dir mal eine Lesson. Haha, ha, ha. Da eigentlich? Da hinten. Uff, Jan. Ach komm. Der Atomic Drill Bohrer. Beste Attacke. Hier geblieben. Ich hab Jim Best Panties gesehen. Hier auch. So, mit euch. Und nochmal Kizuna Rush. So, so krass, dass die Attacke einfach einen immer betäubt gefühlt. Ist nicht wahr? Weg. Jetzt mal ein schwarzes Loch erschaffen. Teach, please. Na? No, nicht weglaufen, du Sack. Hier, was ist das? Oh, nice. Aber eigentlich müssen ja doch eigentlich alle, die keine Teufelsfrüchte haben, Teach ziemlich locker umhauen können. Wenn der quasi einfach alle Teufelsfruchtnutzer einfach auskontert. Jimbe ist doch sowieso der ultimative Konter einfach gegen alle Teufelskraftnutzer. So. Nimm schon mal den weg. Wo ist denn Barges? Der post nur rum. Okay, komm mal her. Dreh dich einfach weg. Ist wieder nur rumposen, der Sack. So. Und weg. Und Mr. Three kämpft irgendwo mit einem Minotauros. Läuft bei dir. Ach, guck mal. Ivankov und Mr. Tür sind auch zurück. Ich dachte zumindest der dem Synchronsprecher von Frankie wird zumindest nie langweilig, wenn er zwischendurch Frankie und dann wieder Mr. Two hört und dann wieder Frankie und dann wieder Mr. Two. Okay. Dann lassen wir den Minotaurus jetzt mal in Ruhe. Und laufen jetzt voraus. Und machen da oben die Türen auf. Fake Magellan rückt in Richtung zweiter Kontrollraum. Okay. Was denn? Einmal aufmachen. Und weiter. Und wieder aufmachen. Und weiter. Hm.
Ja, Mr. Two wird einfach das letzte Strohhuhn-Mitglied und dann hat der Frankie Synchronsprecher erst recht viel zu tun. Ich weiß ja nicht. Das wäre unglaublich seltsam. Vor allem ist ja Mr. Two jetzt auch weiterhin im Impel Down. So. Nehmen wir erstmal das Gebiet hier ein. Na, Mr. Three, was tust du da hinten schon wieder? Prügelt er sich schon wieder mit dem Minotaurus oder was? Alter, nein, lass das! Zum Aufwand schon nicht nach hinten zu springen. So, jetzt hast du nichts mehr nach hinten. Ich komme einfach wieder mal zu nichts für so einen dummen Minotaurus hier. So. Geht schnell wieder weg hier. Moment. Sehe ich das gerade richtig, dass Mr. Three da versucht, gegen Magellan zu kämpfen? Oder wer versucht da hinten gerade aufzuhalten? Ja, Mr. Three kämpft gegen Magellan einfach mal. Läuft. So. Was ist denn eigentlich wieder los? Das hier wollte ich machen, wenn dann. Fast keinen Schaden gemacht, hab gefühlt. Okay, dann halt eben direkt Special drauf. Was passiert hier gerade? So, buggen wir wieder ein paar Gefangene befreien. Okay, ich habe fast gerade seine gesamte Leiste weggeknallt mit einem Schlag. Also ich glaube, wenn Jimbe nicht so unendlich langsam wäre, wäre der echt gut, aber... So, wobei, man muss die Gegner nur einfach totchainen. So. Und dann weg mit dir. Das reicht wahrscheinlich nicht, ne? Nein. No Roundhouse Kick. Alter, macht das Schaden! Holy shit, Roni! Okay, erwischt. Weg hier. Also irgendwie hat er mir gerade mit einem Mal verdammt viel Schaden gemacht. Immerhin ein bisschen Heilung. So, dann wollen wir mal versuchen, den anderen mal hinterher zu laufen. Mr. Three, ich wäre dir sehr verbunden,
Wenn du mal aufrückst, für den Fall, dass du wieder abkratzt. Oh, könnte Mr. Two nicht unterstützen. Ups. Kann auch irgendwie nicht überall sein. So. Jetzt mal hier eine Kommandant hier. Da, 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 da! Yo! Jetzt wurde ich hier gechain-comboed. Einfach in der Luft festgehalten. Läuft. Ach ja, die guten Buggy-Attacken. So, den hätten wir auch. Wo muss ich überhaupt hin? Weiter in Richtung Ausgang. Ich glaube, ich habe gefühlt kein einziges Schatzereignis mitgenommen. Wo sind wir jetzt hier eigentlich? Wo sind andere Leute? Gehen wir mit dem Marinekommandanten hier langsam weg. Also irgendjemand ist schon fast bis zum Ausgang gelaufen da hinten. Ah, Crocodile ist bis zum Ausgang gelaufen. Immerhin. Crocodile ist abgehauen. Das passt zu ihm. Wir laufen uns da schon wieder unten hinterher. Bitte bleiben sie weg. Wer auch immer das ist. So, Mr. Three, mitkommen. Ruffy, Eva und Mr. Two müssen dann auch hier irgendwo rumlaufen. Ja, direkt vor uns. Und Buggy. Voll Gott. Achso, noch Gegner. Irgendwie gerade total vergessen. Das ist, dass wir Ruffy nicht als Partner nehmen können. Okay. So. Ist auch eingetroffen. Von Ruffy hat gestern nichts gehört einfach, ne? Irgendjemand kommt da hinten immer noch auf uns zu. Wer ist das? Gibt es das Spiel auch für die Switch? Theoretisch ja. Ist nur unendlich teuer. Also würde ich sogar ausnahmsweise mal wirklich die PlayStation-Version empfehlen, weil die einfach so viel günstiger sind. Also es ist im Endeffekt für das gleiche Spiel oder für fast die gleichen Inhalte 40 Euro Unterschied, glaube ich. Was machst du jetzt schon wieder? Wow. Ah. Gott, ich bin fast tot. Kann ich mich mal erstmal heilen? So. Wow. Mir wurde der Weg von irgendwelchen kleinen, dummen Soldaten versperrt. Darf ich jetzt mal... Ich komme einfach nicht dazu, ihn überhaupt anzugreifen. Komm mal runter. Ich komme gerade einfach zu nichts. So. Oh.
brauchst so ewig lange, bis du mal am Ende deiner Combo angekommen bist. So, jetzt machst du eh wieder irgendwas anderes. Ist hier überhaupt noch irgendwas an Heilung drin? Da vielleicht? Das ist nur SP. Ob ich damit was machen kann. So, fast einmal die komplette Leiste runtergehauen. Also ich meine, ich habe hierfür 10 Euro bezahlt. Und für die Switch-Version 50, 60 theoretisch. Von daher, ja, das ist schon eine ordentliche Hausnummer, was da ein Unterschied ist. Aber gut, ich habe es auch gekauft, als es im Angebot war, von daher. Ist er weggelaufen? Natürlich ist er weggelaufen. So. Kein Kizuna-Angriff. Einfach gefühlt nichts geholt in dieser Mission. Keine Schatzereignisse, nichts. Also Jinbei ist zwar cool, aber zum Spielen ist er dann doch mehr ein bisschen zu lahm und zu anstrengend. Aber ich mag ihn als Charakter. Ehrenmann. いつか再び咲かせてみせよう。オーカマウェイ。ワンちゃん。残す言葉はあるか。 Irgendjemand musste halt zurückbleiben, um dieses riesige Tor überhaupt zu öffnen. Und das hat in dem Falle halt eben Mr. 2 übernommen. Und dann halt bis kurz vor natürlich auch nichts dazu gesagt, dass er zurückgeblieben ist. Das hat ja nichts geschafft.
Aber eine ganze Menge neue Leute. So. Wie er das überlebt, frage ich mich immer noch. Keine Ahnung. So. Das werden wir heute aber leider nicht mehr machen. Haben wir jetzt erstmal ein Abenteuer auf der Geisterinsel, Sapodi und Impel Down. Beim nächsten Mal gibt es dann die Entscheidung. Ich will nur kurz gucken, mit wem ich alles kämpfen kann. Okay. Er ist ein Überlebungskünstler, aber ein ziemlich harter Überlebungskünstler. Joa. Das Taschentuch kann warten. Ja, das Taschentuch könnt ihr dann beim nächsten Mal auspacken.